Die Sommerpause ist vorbei und Duni ist wieder mit dabei. Woo! Hallo, ich hoffe, ihr hattet bisher einen wunderschönen Sommer gehabt, wenn man das Sommer nennen kann. Also zumindest hier im Norden war der Sommer in der meisten Zeit ziemlich bescheiden. Ja, okay. Wir sind wieder da. Ich auch. Verspätet, aber ist doch völlig egal. Ja, völlig egal. Okay. Ja. Erstmal wollte ich nochmal unsere neue Nosy Rosie am Montag begrüßen, die Rim. Rira Rim. Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich muss sagen, Rim, dass ich deine Lache einfach total genial finde. Ich liebe ja so dreckige Lachen. So finde ich voll toll. Ist mir voll sympathisch. Besser als so ein... Dann lieber so ein richtig schönes, herzliches Haha. Ich finde, durch meine Haarfarbe, die jetzt auch zum Teil grau ist, ja, ich kriege graue Haare, ohne Scheiß. Nicht nur so vereinzelt, dass sich mal irgendwie ein graues Haar fährt. Nein, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber ich kriege schon richtige... Das sieht man nicht, aber ich kriege schon... graue Strähnen und Falten. Ich krieg Falten, nicht nur Speckfalten, ich krieg richtige Falten, aber egal. Ich reife auch noch, ja. Ich bin auch noch am Reifen, sagen wir es mal so. Ja. Und ich finde, ich sehe heute auch irgendwie durch diesen schwarzen Pulli und den weißen Hintergrund und meiner sowieso dunklen Haarfarbe so ein bisschen gothic aus, so gruffy, bin gruffy, na, sorry, ja. Okay, Thema der Woche, CSD, ist es noch eine politisch aussagekräftige Demonstration oder ist es einfach nur eine karnevalsartige Party geworden. Ja, darum dreht sich das diese Woche. Ja, ich bin müde und es ist spät in der Nacht. Es ist jetzt, ja, 1 Uhr. Und ich drehe noch ein Video für euch. Ich kann sonst nicht einschlafen, wenn ich weiß, ich habe noch kein Video gedreht. Dann liege ich da mit, oh, ich habe doch kein Video gedreht. Nein, ich muss was machen. Deswegen nehme ich mir jetzt noch die Zeit und sehe auch nicht mehr ganz so fit aus. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, CSD. Ja, ich finde, es ist beides. Kann man politisch aussagekräftige Partys feiern? Ja, kann man. Finde ich. Wenn man das in einem Gleichgewicht bringt. Ja. Weil CSD ist meiner Meinung nach immer noch super, super, super wichtig. Ich meine, auf der einen Seite, auch wenn wir jetzt nur irgendwie in die Öffentlichkeit kommen, ich meine, die Medien, auch die regionalen Zeitungen und Fernsehsender berichten immer wieder von CSD. CSDs, die da in der Stadt gewesen sind. Und ich meine, schon allein, dass darüber berichtet wurde, wenn auch zum größten Teil mit eher neutralen Aussagen, finde ich trotzdem, dass schon allein, dass darüber berichtet wurde, wichtig, weil wir sind ja dann auch in der Öffentlichkeit. Ich meine, es geht ja auch darum, um auf uns aufmerksam zu machen, zu sagen, hallo, wir sind auch noch da, auch wenn die ein oder anderen... ziemlich kunterbunt daherkommen, aber es geht immer noch darum, dass es wir halt, wir sind halt auch noch da. Wir haben auch noch unsere Wortfindungsstörung. Wir haben auch noch die Dinge, die wir erreichen wollen. Wir wollen auch noch unsere Rechte, wir wollen auch noch ja, mehr anerkannt werden und überhaupt, weil wir haben, auch wenn es oftmals so aussieht und man das auch denken könnte, aber wir haben noch lange nicht alles erreicht. Obwohl, viel erreicht, auf jeden Fall, aber auch noch nicht alles. Ja, zum Thema CSD gibt es ja verschiedene Statements, positive wie negative.
Zum Beispiel wird auch gesagt, ja, die sind irgendwie nur noch so, also Selbstdarsteller unterwegs. Ja, Selbstdarsteller. Ist nicht jeder Mensch irgendwie ein Selbstdarsteller? Stellt nicht jeder Mensch seine Persönlichkeit und seinen Charakter dar? Aber wenn man das nicht tut, stellt man dann nicht jemand anders dar? Wenn man gar nichts von beiden tut, stellt man dann nichts dar? Irgendwie? Gott, ist das verwirrend. Naja, und dann wird behauptet, dass der CSD zu kommerziell ist. Kommerziell bedeutet, dass ja, so auch unter den Namen von großen Firmen zum Beispiel Wagen sind oder Werbung, keine Ahnung. Also ich finde, Werbung ist in dem Punkt ja auch wichtig, weil wo keine Werbung, also wo keine Sponsoren sind, ist kein Geld. Und wo kein Geld ist, kann auch kein CSD veranstaltet werden. Deswegen finde ich Werbung, solange sie noch in einem gewissen Rahmen ist, finde ich da völlig in Ordnung. Ich meine, man muss sich ja auch nicht so beeinflussen lassen, dass man jedes Produkt, was plakatiell ausgestellt ist, auch kaufen muss. Nein, muss man nicht. Ne? Deswegen, also Sponsoren sind wichtig da, auch beim CSD. Und gesponsert werden ja auch nicht nur die Wagen, DJs, Veranstaltungen und so, sondern auch ja, gewisse Organisationen, zum Beispiel die Deutsche AIDS-Hilfe, ist da immer voll und ganz vertreten. Und die sind auch nach wie vor wichtig, besonders auch für die Menschen, die HIV-positiv sind. Oder auch zur Aufklärung und so. Ich meine, wo werden umsonst für die Herren Kondome verteilt? Für die Damen gibt's Lollis. Was zum Lecken. Oh, unanständig. Was noch unter der Kritik steht, ist einfach, dass alles so ein kunterbuntes, partymäßiges Treiben ist. Ja, das stimmt. Ja, es wird oft viel getrunken, es wird auch viel Musik gehört, es wird viel getanzt und geflirtet und hier und da und alles. Aber ich sehe das jetzt gar nicht irgendwie so als sinnlose Party, sondern eher als eine friedliche Veranstaltung, weil CSD ist immer für etwas und nicht gegen etwas. Also wir sind für die Eherechte, für die Steuer und die ganzen Sachen halt. Und ja, wogegen sind wir halt? Gegen Homophobie. Ne? Also, die Frage ist, kann man wirklich zu 100% aus jedem Menschen dieses homophobische Denken wirklich austreiben? Das weiß ich nicht. Aber man kann wenigstens für die Allgemeinheit irgendwie, also wirklich so einen verbissenen homophobischen Menschen, glaube ich, eher kannst du es schlecht überzeugen, aber halt die Allgemeinheit, die das eventuell etwas neutraler betrachtet, dass man da wenigstens noch so was reinsetzen kann. Und dadurch, dass man mit Humor auch und auch durch die ganzen Kostüme und so, ich meine, das ist ja auch Humor und Humor erreicht immer noch Menschen. Ein Lachen erreicht immer noch mehr Menschen, als wenn da jetzt irgendwie mit irgendwelchen Molotow-Cocktails durch die Gegend geschmissen wird. Klar erreicht das Menschen, aber nicht auf positive Art und Weise, denke ich jetzt, finde ich. Wie gesagt, da das so bunt ist, auch erweckt das auch viel Aufsehen auch. Weil ich glaube nicht, dass wenn jetzt eine Demonstration ist, wie man sie halt kennt, wie zum Beispiel Anti-Nazi-Demos, ne? Wo ich nicht sagen möchte, dass es das Schlechteste ist, im Gegenteil, ich bin für Worte. Demos gegen Nazis, ne? Hier, scheiß Nazis. Es hat weniger Zuschauer als irgendwie so. Gott, wie sitzt meine Haare denn? Es hat weniger wirklich Zuschauer von außen jetzt, als jetzt bei so einem bunten CSD einfach auch. Weil,
Wer möchte sich mit seinen Kindern, wenn man jetzt selber nicht mittendrin ist, wer möchte sich denn mit seinen Kindern in so einer aggressiven Demonstration damit hinstellen? Das möchte ja keiner, ne? Und der CSD soll ja irgendwie auch alle ansprechen, ob jung, alt, groß, klein, dick, dünn, von Nord bis West und überhaupt. Soll ja jeden ansprechen einfach auch. Aber die politischen Aussagenschilder, die gehen leider dennoch in dieser bunten Masse unter, aber sie sind nicht ungesehen einfach, ne? Das ist klar, sie sind minimal. Ich meine, so ein Schild kann jetzt nicht gegen einen riesigen Truck anstinken, das ist klar, aber es ist einfach, Truck ist jetzt Musik und man hat da sein Plakat und ich weiß gar nicht mehr, was ich überrede, aber ihr wisst, was ich meine. Also im Großen und Ganzen stehe ich immer noch voll und ganz hinter dem CSD, weil auch beim CSD sind nicht nur gewisse Szene-Leute vertreten, die man vielleicht aus seinen Städten und Regionen kennt. Nein, die sind da nicht vertreten. Es sind so viele Vereine vertreten, Sportvereine, keine Ahnung, lesbische Omi-Strickkurse, keine Ahnung, die stehen da mit ihren Häkelnadeln und sagen, yay, wir wollen Rechte. Nein, das passiert natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, es ist einfach so, es gibt total viele Organisationen und aussagekräftige Fußballspieler sind da auch, ne, gut, jetzt nicht unbedingt die Erstligisten, dass die da vorhanden sind, ist klar, aber halt, dass es die halt auch gibt, dass es halt nicht nur irgendwie, ne, so diese Klischee-Bilder einfach gibt. Und was ich auch völlig in Ordnung finde, was immer noch viele ziemlich komisch finden, ist, dass zum Beispiel die Lack- und Lederszene vorhanden ist. Ich finde, es ist völlig in Ordnung, dass sie da sind. Die haben ihr Recht und einige Outfits, die sie da zum Tag bringen, finde ich auch interessant anzuschauen. Es ist, manches schockt ein wenig und denkt, oh, was geht denn da ab? Aber finde ich toll, die sollten auch dabei sein und alle anderen, die eigentlich nur friedlich ihre Sexualität auslegen möchten. Deswegen, ja, von mir aus, ja, zum CSD in jeder Stadt. Ja, und wo wir noch beim CSD sind, Jen hat es ja schon erzählt und sie hat es ja auch so schön an einem Plakat gezeigt. Wir sind auch beim CSD in Hamburg, also Jen und ich sind auf jeden Fall dabei. Wie es mit den anderen paar Rosies aussieht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, das können die selber noch nicht so genau sagen. Aber wir sind auf jeden Fall dabei. Und wie sie beschrieben hat im Video, da könnt ihr, wenn ihr mögt, uns antreffen. Dürft uns auch mal berühren. Also ist ein Scherz. Nein, wer vorbeikommen möchte, soll vorbeikommen einfach. Ja, beende ich das Thema CSD und möchte auch noch sagen, dass ihr mir, wenn ihr möchtet, auch Fragen stellen könnt. Lächert mich mit Fragen, irgendwas, was euch einfällt. Keine Ahnung, mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein, aber auch mir dürft ihr Fragen stellen, irgendwas, was noch. Also, ich habe eine ziemlich hohe Toleranzgrenze, aber ihr wisst, es gibt einfach Fragen. Die möchte man oder kann man, eher möchte man nicht beantworten. Ja, so viel zu mir. Wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche. Und nächste Woche haben wir das Thema. Ich weiß es gerade gar nicht. Ist aber auch völlig egal. Ihr werdet es früh genug merken. Also macht's gut, ihr Süßen. Ciao.